Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Heute ein ganz besonderes Video, denn heute, also erstmal guten Tag meine Gefährtin. Hallo. Genau, und wir haben heute das 100 Abonnenten Special. Erstmal an alle vielen, vielen Dank, die abonniert haben. Das war echt klasse, also überwältigend, wenn man bedenkt, dass wir seit knapp einem Monat erst YouTube machen. Und genau, für das 100 Abonnenten Special haben wir uns was ganz, ganz Cooles überlegt. Also wir werden noch weiterhin Reviews machen und Lego Star Wars, aber jetzt machen wir was anderes, was auch mit Star Wars zu tun hat. Und meine Gefährten werden euch jetzt sagen, wie und was. Genau, dann schmeißt das Ding mal ins Bild. Genau. Also wie ihr hier sehen könnt, ist das was ganz Cooles, nämlich ein Star Wars Kochbuch. Genau. Wir verlinken das auch. Also wenn ihr das Buch haben wollt, klickt auf den Link und genau, dann könnt ihr uns kostenlos unterstützen. Das wäre ziemlich cool. Genau. Also jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen über das Buch reden, oder? Ja. Also es ist eigentlich ein ganz normales Kochbuch. Hier ist einmal so die Übersicht. Gleich ein bisschen näher rangehen. Also man hat halt hier wirklich von Frühstück bis Getränke über Snacks und Beilagen bis hin zu den Hauptgerichten und zu den Desserts. Eigentlich relativ cool gemacht. Und das Lustige daran ist, dass jedes Rezept unterschiedlich aussieht. Jeweils mit so einer kleinen Star Wars Figur. Und dann hier halt die Zutaten schon ein bisschen eingeblendet. Und das Coole dabei ist, jedes Rezept hat halt wirklich seinen eigenen Namen. Also die heißen wirklich sehr unterschiedlich und die Namen sind teilweise auch sehr lustig, oder? Genau. Genau, und wir werden heute, das seht ihr jetzt gleich, den R2-D2-Schmecker kochen. Genau, ich muss ihn gerade nochmal finden. Wir sind hier gerade noch bei den Hauptgerichten. Er müsste aber eigentlich... Da, jetzt kommt der. Ein Stück danach, nächste Seite. Nee, noch nicht. Da ist der. Da ist er. Genau, den werden wir jetzt heute kochen. Genau, ich zeige es hier einmal. Hat nämlich auch einen coolen Namen, der heißt R2-D2-Schmecker. So. Ich glaube, die Informationen blenden wir gleich auch nochmal ein. Oder in der Videobeschreibung. Und in der Videobeschreibung, genau. Also so soll das Ding nachher aussehen. Also könnt ihr, glaube ich, gespannt sein, ob es bei uns auch so aussieht. Genau. Oder? Genau. Und ja, also wir wissen nicht, wie das jetzt hier läuft mit dem Video, wie viel wir noch kochen werden. Und genau, wenn es gut ankommt, vielleicht irgendwann schickt ihr uns eure eigenen Rezepte zu Star Wars und genau, wir schauen einfach mal, was passiert. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit Kochen. Okay, genau. Also dann, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wir beginnen jetzt hier mit unserem coolen Rezept, mit den R2-D2-Schmeckern. Das Rezept blenden wir nachher nochmal ganz in die Beschreibung ein. Hier natürlich unsere beiden Minifiguren, die dürfen nicht fehlen, deswegen sind die immer dabei. So, dann packen wir mal das Buch weg und los geht's. Wir benötigen einen KitKat, den werden wir nachher zerkleinern, in 4 Stücke schneiden. Dann benötigen wir 2 Esslöffel Erdnüsse, die werden nachher zerkleinert und Schokolade, weiße 100 Gramm und natürlich eine Banane. Und dann geht es weiter, nämlich nehmen wir jetzt die Schokolade und werden die in diesem kleinen Topf zum Schmelzen bringen. So, wir legen sie hinein und parallel dazu kommen wir jetzt zu unserer Banane. Die nehmen wir jetzt und wir beginnen damit, sie zu schälen. Einfach komplett von der Schale trennen. Genau, dann nehmen wir sie so heraus, schnappen uns ein Messer und teilen sie in 4 gleich große Stücke. Genau so. Man sieht, es ist nicht gerade so einfach. Sie sind nicht wirklich gleich groß. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Zunächst nehmen wir die Erdnüsse, genau hier in der Schüssel, und zerkleinern sie mit einem Mörser, bis die halt wirklich ja, Mini-Krümel halt übrig sind. Und genau. Dann diese KitKats haben wir ja jetzt in passende Teile, also ich vergleiche einmal mit der Banane, damit ihr sehen könnt, okay, das passt ungefähr. Genau. Und so sieht das nachher aus, wenn die Erdnüsse zerkleinert sind. Das ist die Schokolade, also die soll ein bisschen flüssig sein, gerne mit Milch noch ein bisschen verdünnen, falls es nicht so flüssig ist. Nehmen wir die Banane und legen die da rein und ja,
gut mit Schokolade umhüllen, bis wirklich die Banane komplett mit Schokolade umhüllt ist. Gerne so einen Pinsel dazu nehmen, das hilft auf jeden Fall. Nehmen wir diese Banane und legen die in die Erdnusskrümel. So, und ist ein bisschen klebrig, aber ja, ist ultra lecker. So sieht das dann ungefähr aus. Also schön mit Erdnüssen ummantelt sein. Wie gesagt, kauft einfach ein paar Erdnüsse mehr, falls ihr noch mehr benötigt. So, und jetzt kleben wir die KitKat-Teile dran. Das sind sozusagen die R2D2-Beine. Genau, also das bleibt nicht immer sofort kleben. So, jetzt fällt das einmal runter, deswegen ruhig nochmal fester dazu drücken. Genau, so. So sieht das dann im Endeffekt aus, eine R2-D2-Figur. Genau, also vier Teile, also macht ihr vier dieser Dinger. Und ja. Nachdem die vier Bananenstücke dann schlussendlich in die Schokolade getunkt wurden und reichlich mit Erdnüssen bestückt sind und natürlich die Schokolade angeklebt ist, sind sie fertig. Ihr könnt sie hier sehen. Und wir würden einfach raten, wenn ihr die noch nicht gleich essen wollt, steckt sie einfach eine Viertelstunde in den Kühlschrank oder in den Tiefkühler. Dann sind sie nachher viel besser. So, nachdem die Dinger aus dem Tiefkühler genommen wurden, sind sie fertig, so sehen sie aus. Genau, also so eigentlich wie auf dem Bild. Wir haben da hinten noch zwei R2-Figuren stehen. Ich zeige euch das jetzt mal. Genau, so. Ihr seht, klar ist kein R2, aber es erinnert stark an R2. Und das soll es auch im Endeffekt sein. Ein super Snack. Also wie gesagt, wir haben das schon mehrmals gemacht. Ist einfach richtig, richtig lecker. Ist überhaupt nicht schwer, kocht es nach. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wenn ihr das nachkocht, schickt uns gerne Fotos auf Instagram und sagt uns einfach, gefällt euch das hier? Sollen wir weiter damit machen? Sollen wir weiter kochen? Sagt uns Bescheid, wir haben auf jeden Fall richtig, richtig viel Lust und wir würden uns freuen für ein Feedback. Dann bis zum nächsten Mal und hoffentlich hat euch das Abo-Special gefallen. Tschüss!